Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Kudelka. Wir starten irgendwie meistens im Pausenmenü, weil ich Angst habe, dass das irgendwie was mit Zeiten zu tun hat, wenn man hier rumstolpert. Ich vergesse immer dann direkt nochmal, sind hier mehrere Türen, hier sind noch mehrere Türen, da hinten ist ein Bild. Wir haben statt einem Teddybären, den ich gedacht habe für Wallnau und Wiegner, haben wir einen Brief gefunden, Formation. Formation sage ich, okay, zeig mal Karte her, Wert, da ist doch noch ein, genau, da kommen wir her, nee, wo sind wir gerade? Da sind wir. Ich verstehe diese Karte nicht, aber okay. Warum konnten wir eigentlich lange nicht mehr speichern? Das finde ich ein bisschen scheiße. Objekte, ich will mal schnell gucken. Accessoires, nee, halt. Ausrüstung. Wir haben die Statuette gefunden. Was macht man mit römischen Nüssen? Erklärung. Nüsse, die für ihren hohen Nährwert bekannt sind und auch zum Würzen von Speisen verwendet werden. Sie wecken eine bewusstlose Person auf und lassen sie völlig genesen. Ah, interessant. Also Bosskampf niemals benutzen. Armbrustpfeil, Kämmer, Teleskop, Löwenstatuette. Erklärung. Löwenstatuette. Ein schweres metallisches Kunstobjekt, das einen Löwen darstellt. Es weist starke Schrammen auf, als ob es mit Gewalt irgendwo hineingedrückt worden wäre. Hä? Irgendwo hineingedrückt? Hä? Finden wir hier noch irgendwo was? Ich will alles ansprechen. Was ist das? Eine Steintafel ist darin eingelassen. Möchtest du den Gegenstand mitnehmen? Steintafel mitgenommen. Cool. Wir haben eine Steintafel. Ah, da kriegen wir bestimmt die Tür auf, die Geheimtür, oder? Oh Gott. Oh Gott, die sind beide so kacke. Oh. Okay, jetzt geht's ab hier. Warte mal, bevor die rankommen, wir machen mal die Taktik, die wir jetzt eben mal gemacht haben. Die fand ich eigentlich ganz cool. So. Auch nur einmal. Ich habe extra deine Pistolenmist aufgefüllt. Weiß ja nicht. Was machen wir denn mit ihm? Er macht auch mal Magie, Stärke erhöhen, aber bei ihm. Okay, was machen wir jetzt mit ihm? Wir können leider bis dahin laufen. Wir versuchen es mal. Hey, was soll denn das jetzt? Ich wollte doch gerade angreifen. Na toll, jetzt stirbt er auch noch. Verdammt, ich hab dich geopfert. Tut mir leid. I'm so sorry. Ach, Kudelka, willst du mich eigentlich rollen? Was mit dir? Oh nee, ey, jetzt machen sie den auch noch fertig. Ugh. Oh, 200, oh, nicht viel. Ich möchte nicht sterben, aber Edward, sorry, aber du musst jetzt sterben. Ich hätte ihn nur als Typ von hinten nehmen sollen.
Hey, hat die schon wieder keine Dings mehr? Was ist denn los mit der? Ach, die stehen alle so. Mist, die stehen alle so kacke. Okay, da muss sie eben halt wiederbeleben. Flucht. Oh, nein, ey. Scheiß Vieh. Hä? Soll sie nicht eigentlich den Typ wiederbeleben? Was ist denn da los? Rückzug. Oh, endlich. Gut. Jetzt haben wir nur noch einen übrig. Warten. Gut, jetzt müssen wir ihn irgendwie zurückholen. Ernst, warum hatten die Kudelka den nicht wiederbelebt? Was soll denn der Scheiß? Hä, kann sie das nicht? Scheinbar kann sie es nicht. Da muss eben halt der James gleich ran. Dumm gelaufen. Bitte. Eieiei. Oh. Hat er jetzt eine Störung? Der gute James. Weg von mir. Wieso kann ich manchmal die Leute nicht wiederbeleben? Ich will jetzt auch nicht ständig hier meine wertvollen Dinge opfern. Ehrlich gesagt. Ja, Stärke. Konter. Stärke. So. Ja, gut. Der Edward ist jetzt halt angearscht. Lanze. Cool. Heilen. Edward. So. Heilen. Edward. Wir haben eine Lanze bekommen. Sollen wir vielleicht dem Edward mal eine Lanze geben? Ausrüsten. Keule. Mystik. Mystikbrett. Armbrust. Wasserlanze. Normallanze. Die Lanze ist voll stark, ey. Voll das Endgegnermaterial. Boah, 78? Boah, krass. Mystikbrett.
Also jetzt haben wir anscheinend, was haben wir jetzt gerade? 40. Das ist ja mal sehr scheiße. Feuerspeer. Sollen wir ihm mal wieder einen Speer geben? So. Ist das eine Tür? Verdammt, das ist echt eine Tür. Etwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich würde am liebsten erstmal speichern gehen. Das ist ein Speicherraum. Scheinbar. Speicherraum. Mystik. Ich weiß nicht, sollen wir das mal probieren? Heilen. Edward mal wieder. Ausrüsten. Nee, halt. Objekte. Ausrüstung. Okay. Angst hier. Was ist das alles hier? Okay, was hat es mit dem auf sich, mit diesem Krabbeltier? Ist es jetzt, hat jetzt 10.000 Leben? Das wäre echt unschön. Alter, was ist denn mit ihr los? Wieso ist denn die so stark? Okay. Bitte lass es keine schlechte Idee gewesen sein. Bitte nicht. Oh Gott. Das kann ja was werden. Oh, es kann voll weit laufen. Ach du Scheiße. Okay, gut, das wenigstens.
bitte keinen Mega-Angriff. Oh Gott, wie soll ich die nur alle heilen? Okay, gut. James ist stumm. Wir lassen ihn trotzdem mal angreifen und dann wegrennen. James Typenlevel hat sich erhöht, okay. Bewegen. Oh. Kann ich schon angreifen? Nee. Lass mich bewegen. Steh gerade so doof, aber hier müsste eigentlich gehen. Wir machen das einfach so weiter. Okay, wenigstens 136. Oh, jetzt ist die aber voll schlecht. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, in der Runde müssen wir anfangen, uns alle zu heilen. Okay, der James wird jetzt erstmal geheilt. Im Boot. Der kriegt jetzt erstmal eine schöne Stulle. Und dann erfreut er sich als Prügelknabe und bleibt da stehen. Okay. Ah, nur 465. Oh Gott, ich hab so eine Angst. Er kann nicht viel ausrichten mit seinen Händchen, deswegen bekommt jetzt der Edward von ihm ein Brot. Bitte, bitte, Sohn, nimm mein Brot, ich teile es mit dir. Bringt halt nichts, wenn ich mit ihm irgendwas mache, gell? Da wäre es wieder besser, wenn ich... Nicht mal ein Allheilmittel. Ich habe einen kleinen Plan, weil dann kann ich mit ihm über ganzen Heilzauber machen und dann verbrauchen die nur MP und das ist nicht so schlimm. Ist nämlich nur Edward stumm. Oh ja, er wird zum Prügelknaben. Boah. Oh, was so Eimer. Gut, LK. Was soll das denn?
Oh nee. Lass das mal bewegen. Ist zu nah, das doofe Vieh. Was? Und jetzt kannst du mich angreifen? Nein. Das Vieh ist zu nah. Das läuft doch jetzt so gut mit meiner Taktik. Oh Gott, hoffentlich hat das nicht 5000 Leben oder so, das Vieh. Da ist dran, James. Wo kann ich mich hinbewegen? Ich kann mich schon irgendwo hinbewegen. Warten. Oh Gott. Oh ja, jetzt gehst du zu ihm oder was? Ich bin gerade dran gewöhnt, dass der andere der Prügelknabe ist. Ach, Kudelka, du machst mich schwach. Okay, es ist wieder nur einer stumm. Heilung. Edward, du hast jetzt von ihm geheilt. Du musst jetzt mal angreifen. Mit deinem Tabar. Oh, doch 500. Oh. Ein Glück. R2, FP-Erklärung. Dieses Attribut bestimmt, wie viel... Geschicklichkeit. Daher ist es nicht nur wichtig, die Stärke einer Figur zu verbessern, sondern auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen der Stärke und der Geschicklichkeit herzustellen. Es ist unbedeutend, solange sie nicht in der Lage ist, ihren Gegner zu treffen. Aha. Interessant, das ist Geschicklichkeit. Intelligenz. Egal wie groß die Intelligenz einer Figur ist, ist es unbedeutend, solange sie nicht in der Lage ist, Zaubersprüche erfolgreich anzuwenden. Deswegen muss die Weisheit... okay. Wie mächtig die Zaubersprüche einer Figur sind. Aha. Okay. Hey, haben wir mehrere Level gekriegt? Cool. Geil. Teufelshorn. Cool. 1600. Da ist eine Quelle. Dieser Ort erstrahlt in einem überirdischen Licht. Das Weihwasser scheint ihn gereinigt zu haben. Oh. Was war das für ein komisches Geräusch? Egal. Mal schauen. Das war ein cooler Gegner. Schreien. Überschreiben. Okay, boah, wir haben seitdem, haben wir echt sehr viel selber teilweise gemacht. Schreiben beendet. Oh, sehr. Was sind denn für immer so komische Geräusche? Sehr cool. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.